auch schon die nächste Karte. Jetzt wird es aber langsam ein bisschen unübersichtlich hier. Da gibt es jetzt aber viele Wege, die wir gehen können. Und Elite-Winzling gegen wilde Untiere. Höhere Schwierigkeit und bessere Belohnungen. Gewinnst du diese Schlacht, erhältst du ein neues Untier. Okay, jetzt gibt es noch so Spezialkämpfe sogar. Da müssen wir jetzt ein bisschen auch vorausplanen, wo wir lang gehen. Weil unten ist eine Normalschlacht und dann kriegen wir Geld. Und können dann eine normale oder extra Schlacht machen und dann hier oder hier hin. Ist verlockend. Stumpfsinn verringern ist natürlich schon sehr hilfreich. Wird vielleicht den Weg zu hier so lang? So, da so lang gehen irgendwie. Wobei Gesundheit permanent erhöht ist halt auch cool. Das Winzli gegen wilde Untiere, Schlacht der Untiere, da bin ich nicht beteiligt. Da kriege ich einfach nur Gold. Man, es fehlt mir jetzt nicht wirklich an Gold. Ich könnte auch hier so lang gehen. Aber hier spare ich mir halt einen Kampf. Naja, wir müssen erstmal das erste machen. Schlachte Untiere. Ist nur für Untiere bestimmt? Genau. Da dürfen wir wieder persönlich nicht mitmischen. Alle 1 bis 3 Kapitel Stadtereignisse. Okay, sind wir jetzt in der Stadt. So, wen nehmen wir denn alles mit? Esel oder Katze? Ja, die Katze ist auch schon immer recht hilfreich. Obwohl, nee, der hat Stumpfsinn. Den können wir eigentlich nicht mitnehmen. Der hat auch Stumpfsinn. Dann müssen wir den mal eintauschen dafür. Die Schnecke. Obwohl, nee, Stumpfsinn zählt hier ja nicht. Moment, warte mal, Stumpfsinn zählt hier nicht. Ich hau erstmal alle raus. Stumpfsinn zählt nicht. Dann kommt der auf jeden Fall mit. Die kommt auf jeden Fall mit. Der kann einschläfern, der kommt auch mit. Schwerkampf ist gut. Heilen. Heilen oder Nahkampf? Der Esel macht genauso viel Schaden wie mein Nahkämpfer, also nehme ich mal die Katze noch mit. Probieren wir es mal so. Der hat eine Todesarmee. Quinternen schwingendes Skelett. Die Quinterne kann mehrere Untiere in Reichweite attackieren. Kann Dance Makabre heraufbeschwören. Oh, das Lied ist geil. Das ist eins meiner lieblingsklassischen Musikstücke. Kann Infektionen auf Untiere verbreiten, die bis zu 3 angrenzende Felder weit entfernt sind, Gottes Willen. Reagiert gegen bis auf 4 Felder, Entfernung. Was ist Dance Makabre? Verlieren 3 Gesundheit am Ende des Kapitels. Tanzende Ziele verzieren 10 Gesundheit, wenn sie einem weiteren Tanz Makabre ausgesetzt werden. Um den Dorts zu stoppen, führe eine Aktion, eine Attacke oder einen Stoß aus oder verleihe dem tanzenden Ziel einen Heiligenschein. Infektion, infizierte Untiere und Winzlinge verlieren 3 Gesundheit am Ende des Kapitels. Dies betrifft jedes Untier und jeden Winzling, der einen freundlich oder feindlich gesinnten Infizierten passiert oder in dessen Nähe steht. Ist nur durch wundersame Heilung umkehrbar. Wow. Mundgeruch verursacht Infektion. Und Skelettresistenz ist immun gegen Infektion, Aralastons Makabre und Schaden durch Gräber. Eiei, Trompetenbewehrterschädel. Müde Hupe. Ey Lady, du hast ganz schön müde Hupen. Attackiert Objekte auf einem angrenzenden Feld, zwingt sie in einen Schlummer. Was können die denn alles? Gegner innerhalb der Reichweite fallen in einen Schlummer, verursachen Kopfweh, also der schläft einfach alles ein. Infektion, Resistenz, der explodiert auch beim Sterben. Und fliegen kann er auch noch. Was können die denn alles?
Flötenschwingendes Skelett. Da gibst du 3 Ziele, Mundgeruch, Skelettresistenz. Kann bis zu 6 Felder treffen, Gottes Willen. Trommelbewehrtes Skelett. Und Triangelschwingendes Skelett. Also das ist so eine ganze Mariachi-Band von Skeletten. Die können immer mehrere Felder auf einmal angreifen. Uiui. Und wir haben Mr. Biermob, John Dead, Beelzebub, Richie und Hansen, okay. Und unsere Tiere sind Burgundy, Rotböff, Rollo, Vorwel und Vital. Ich hoffe mal, dass du sehr vital bist. Was machen wir denn Schönes? Ich schub's erstmal diesen Kessel da von mir weg. Wobei der bestimmt noch mehr als einen Schaden nebeneinander macht, wahrscheinlich, ne? Aua. Warte mal, ich wollte erstmal Dings noch machen. Große Explosion. Innerhalb von 5 Feldern macht das Schaden. Meine Phrase. Okay, und die Katze tanzt gerade. Gottes Willen, jetzt muss ich auch wirklich viel denken. Das Ding ist fies. Weg, Leute, aus dem Schlummer. Vielleicht den schon mal einschläfern. Und den da unten auch sogar. Sehr gut. Dann haben wir die schon mal außer Gefecht gesetzt. Oh, weh. Also die sind heftig drauf. Explosionsschaden war uncool, aber der musste leider. Aber hieß es nicht, wenn ich eine Aktion ausführe, geht dieser Tanz makabre weg? Ich dachte eigentlich. Muss ich zur Not gleich nochmal nachlesen. So, darf ich nochmal kurz nachlesen? Um ihn zu stoppen, führt eine Aktion, eine Attacke oder einen Stoß aus. Hab ich doch. Aber hat's nicht gemacht anscheinend. Blöd. Du. Kannst dem schon mal ziemlich viel Schaden machen und ihn ein bisschen wegschubsen. Oh Gott, ich bin so tot. Oh, den essen wir schon mal schnell. Ja, am Ende hängt alles nur noch an unserer Schnecke wahrscheinlich. Schnecke und Esel. So, Esel, du kannst den jetzt schon mal töten. Explodiert er mir leider ins Gesicht, aber das muss ich mal kurz abkönnen. Kommen die hier nicht vorbei? Ah,
Okay, weil ich ihn jetzt geschubst habe, ist er ungetanzt, aber der tanzt. Okay, der hat jetzt das alles kaputt gemacht. Oh Gott. Die werden mich gleich haben, leider. Was ist das? Was ist das alles? Was ist diese Tür? Was ist diese Tür? Was tut es? Pforte? Freundlich gesinnte Untiere können passieren. Barrikade? Aber stehe ich da dann einfach drin? Oder ist es halt einfach, ich kann da durchgehen, theoretisch, aber dann stehe ich im Feuer nächste Runde. Das ist halt auch nicht so cool. Weiß nicht, wo ich hin will. Ich will weder die Explosionen da unten abkriegen, noch will ich eigentlich von denen irgendwie getroffen werden und ich komme nicht an die nah genug ran, um einen von ihnen sofort zu essen. Ein bisschen näher ran, aber sonst kann ich nichts machen. Vielleicht hätte ich mich in die Tinte stellen sollen, aber ich wäre eh tot gewesen. Weil der macht mir jetzt auch nochmal Schaden und dann mache ich das Makabre und dann bin ich tot. Ja, ich bin sowieso tot. Puh, ich akzeptiere diese Niederlage, aber nicht deine Überlegenheit, ja. Du kannst dir nicht meine Niederlage eingestehen. Ne? Ich gestehe schon ein, dass es eine Niederlage war, aber ich bin mir nicht sicher, wie ich... Ja, ich habe jetzt eine Schreibfeder verloren. Aber der Stumpfsinn geht weg, okay. Dein Rückzug erlaubt es dir, deine Reise fortzusetzen, obwohl du die Schlacht verloren hast? Eine Revanche. Noch einmal spielen und dich zu rechnen. Rächen? Gegnerische Winzlinge starten mit derselben. Ach, winzige Inkulinat hier. Das sind ja nicht die Krieger, die am Ende der letzten Schlacht noch verblieben ist. Das ist cool. Wilde Untiere starten die Schlacht mit herabgesetzter Gesundheit. Das ist auch cool. Das Layout des Schlachtfelds verändert sich eventuell auch gut. Ja, wir revanchen einfach mal. Wir probieren es. Jeden Fall wieder ein anderes Team. Das muss wieder mit, das muss wieder mit. Das muss wieder mit. Probieren wir's. Es liegt wahrscheinlich daran, dass wir auf einfach spielen, dass die jetzt mit runtergesetztem Leben spielen. Was haben wir jetzt hier für fliegende Furzwolken? Was ist das? Plage. Infizierte Untiere, die dieses Feld passieren, aber die sind ja immun auf Infektionen zumindest schon mal. Also. Geh einfach mal fett auf Angriff jetzt hier überall. Dass der schon mal weg ist. Gehst darüber und isst den auf. Ach, der explodiert dann auch in mir, aber macht mir keinen Schaden. Das ist lustig. Ich brauche so Skelettleute, ne? Die sind voll stark. Also leider sind sie voll stark.
Also sogar mit der runtergesetzten Gesundheit der Gegner tue ich mir noch ein bisschen schwer, weil dieser Dons Macabre einfach so stark ist. Und ich irgendwie noch nicht recht durchgeblickt habe, wie ich den loswerde. So, du bist ein Ketzer und Ketzern füge ich, glaube ich, mehr Schaden zu. Aber er hat sich selber gesprengt, deswegen habe ich gewonnen. Du bist der größte Verlierer aller Zeiten. Gratulation, du hast es geschafft. Irgendwie. Ja, weil du dumm bist. Weil du dich selber getötet hast. Nicht, dass ich mich beschweren würde. Und wir kriegen Prestige und Geld. Danke. Uiui, also ich sehe schon, jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoller hier alles. Ich wollte unten rum. Na, was ist du alles? Bonacon? Bonacon? Ist es französisch? Ich weiß es nicht. Und zwar nebeneinander befindliche Felder attackieren, kann Feuerfunken heraufbeschwören oder Infektionen verbreiten und ist immun gegen beides. Also kann entweder giftig furzen oder brennend furzen. Okay. Bischofartige Kreatur ist Bischof. Und er kann 3 Leute auf einmal heilen oder segnen. Das ist heftig. Schleuderkreatur, Speer, Axt, okay. Wen nehmen wir mit? Einer von uns, also ihr beide kommt auf jeden Fall schon mal mit. Boah, ich würde sagen, das ist so unser Dream Team im Moment. Gut. Gucken wir mal, was erwartet wieder. Wir haben jetzt schon Feuer hier. Ich will nicht die Leiter angucken, ich will das Feuer angucken. Leuchtfeuer. Fügt an diesem Feld vorbeigehenden Utien 3 Schaden zu. Kann zerstört werden. Okay, also das sollte man am besten nicht dran vorbeilaufen. Guillaume, Sertut, Titurel und Dalbarf sitzen da oben alle. Möchte ich mir da schon mal jemanden hinstellen? Hier jemanden hinstellen. Grouchy und Cardenay. Und dann will ich irgendwie einen schubsen oder sonst irgendwas. Ah. Keine gültigen Ziele zum Einschläfern in Reichweite. Schade. Ja, dann machen wir halt Schluss mit unserem Zug. Die Dinger sehen so merkwürdig aus, ne? Aber ich nehme mal an, dass die ja hier nur Sachen ins Spiel gebracht haben, die auch in irgendwelchen Manuskripten gefunden haben. Obwohl, vielleicht auch nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass solche Sachen in Manuskripten vorkommen. Ich meine, da kommen die seltsamsten Sachen drin vor. Da muss man sich gar nichts extra ausdenken, eigentlich. Au. Du mit deiner mistigen Gabel. Der eine schon mal tot ist zumindest. Der kriegt jetzt Feuerschaden, weil er dumm ist. Und ich gönne mir dann hier mal einen Esel hin. Der kann den dann gleich platt machen, sobald er wieder darf. Neues Untier Eselbade. Ich weiß, ich habe den schon benutzt. Der Eselbade weckt andere Untiere mit Hilfe seiner epischen Musik und gewährt ihnen eine extra Runde im aktuellen Kapitel. Das Spielen der Trompete mit deinem Hintern lähmt alle Gegner in Reichweite und stiehlt ihnen ihre Runde.
Dann heilen wir den Speerträger nochmal schnell. Und schieben den hier auf die Tinte. Dann kriegt er auch nochmal einen Bonus für meine gesalbten Hände. Die sind so zart und geschmeidig, weil ich sie mit guter Feuchtigkeitscreme gesalbt habe. Und dann schläfern wir dich noch ein. So. Runde vorbei. Das war gar nicht so dumm. Vielleicht hätte ich den anderen töten sollen, der diese Runde noch drankommt, aber naja. Man lernt nie aus. Der schubst mich jetzt auch her. Vielleicht hätte ich da auch weggehen sollen. Aber hey, ich kriege jede Menge Sachen dafür. Den töten wir mal schnell. So. Packe ich mir hier noch eine Schnecke hin. Weil ich es kann. Sir Andrew, die Schnecke. Kann den da leider nicht schubsen. Ende meinen Zug. Apokalyptisches Feuer. Und das Feuer entsteht auf den Feuern, okay. Au. Der schläft zwar schon, aber ich putze ihn trotzdem an. Kriegt er noch Kopfschmerzen, bevor er von meiner Schnecke gegessen wird. Prost. Wunderbar, jetzt werde ich noch mehr flüssiges Gold brauen gehen. Was? Das war ungerecht. Nein, das war die Gerechtigkeit Gottes. So, dann nehme ich hier noch einen Schnatz. Du hast einen verlorenen Schatz gefunden. Was wirst du tun? Ich nehme ihn mit. Ich bin berühmt. Was bringt mir Gold? Lieber hätte ich eine Schreibfeder. Aha. Aber dafür bin ich noch nicht ganz berühmt genug. 150 Gold. Oder ich reite in der Stadt umher und verteile das Gold an die Armen für ein wenig Prestige. 50 Prestige ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, ich hole mir das Prestige. Ich bin sehr prestigiös. Die Armen preisen meinen Namen. Sehr schön. Preiset laut und deutlich.